Wir sind gerade auf dem Weg zum verlassenen Bauernhof, stiebeln gerade wie die Enten den Berg hoch. Kannst du aber dir ein lauschiges Plätzchen über Nacht machen. Ja. Und es wird vor allem gleich kühler. Durch das Lehm. Boden rausgerissen, alles sauber gefegt, aber fünf eins. Ja, vielleicht macht sich die Dorfjugend das hier auch schick. Nein, ich weiß ja nicht. Wie im Mietvertrag immer drin stand, die Wohnung ist Besen rein zu begeben. Ja. It's your fault. Just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you. Don't forget it when life throws lemons. Just call on me. Just call on me. Ich wollte jetzt mal kurz die Vitrine erforschen. Aber du, da unten, das sieht aus, als wäre eine Lampe an. Also durch die Sonne. Ja, ne? Aber wird nicht sein. Ich muss gerade erstmal echt überlegen. Hier runter. Soll da sein. Die Dorfhexe. Du, den Schnaps habe ich schon gefunden. Komm hier runter, das sieht echt aus, als wäre die Lampe an. Ach, diese staubige Kellerluft. Och, ist so schön. Du hast da Frauen, die wissen gar nicht. Ist auch sauber gemacht worden. Die ist auf einer Ecke gefehlt. Hat was. Wenn man jetzt mal einen Größenvergleich sieht, Kai und ich, wir sind jetzt nicht gerade unbedingt größer. Also ich bin 1,82. Und so in der ersten, ja, bei mir sind es 4 cm weniger. Und es ist eng. Man kann sich hier im Kopf anstoßen. Ach. Ach je. Das ist erst Obergeschoss. Kein Dachboden, ich wiederhole, kein Dachboden. Ich lasse das jetzt mal laufen, wie ich die Treppe runtergehe, das glaubt ihr mir nicht. Man merkt halt einfach, das sind Lehmbauten. Und mit Lehm konnte man nicht so hoch bauen. Da muss ich aufpassen. Wenn ich nämlich vorführe, direkt trage ich nämlich drauf. Und die macht den Ersatz nach vorne. Das ist so richtig romantisch. Ich weiß nicht, also. Die beiden haben sich das da oben schon kuschelig gemacht. Oh. Nein, Mann und Scherz, alles gut. Ja, ja. Ja, ja. Alles gut. Mir scheint mir, dass wenn hier doch irgendetwas im Gange wäre. Was, wenn es das mal gewesen ist mit dem No Space? Wenn sie einfach wieder dieses hübsche Häuschen für sich schicken machen möchte oder whatever. Kai hat ja schon vermutet, dass es die Dorfjugend ist, die sich ein bisschen hübsch machen. Oh, was ist denn da hinten los? Aber da, ich weiß es nicht. Richtig Baumaterial sieht man auch nicht, sondern alles, was Mögliche beiseite geschafft wurde. Oh, das könnte ein Tonnenhäuschen gewesen sein. Oder ein Kohlekeller. Ja.
Kohlekeller, würde ich sagen. Also entweder brannte hier, ist da hinten, oder der Wand ist einfach nur durch die Kohle schwarz. Tja, ich würde das mal rausnehmen. Ran. Raus. Nee, raus. Naja. Ran wäre noch näher, was du aber gemacht hast. Ran wäre noch näher an meinen Hackfresser. Genau, das, was du gerade gemacht genau. hast. An den Hackfresser ran. Gut. Also, wie ihr merkt, die Beziehung, die läuft perfekt. Und ich würde es mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann like, dann kommentiert und abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Klickt auf die Glocke, dass ihr alle Nachrichten bekommt. Ansonsten können wir uns gemeinsam solche wunderschönen romantischen Lebenhäuschen einfach uns nicht mal anschauen. Und ich würde erst mal sagen, tschüss. Adieu, amigo. Was sagt sie? Und ich sage jetzt mal bye bye.